Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Hallo. So, Jasmin ist mit dabei. Wir sind noch keine Friends. Ach ja, machst du das? Ja, ich hab dich gefriendet. 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 Wir haben es ja jetzt. Ja. Munition. Wir haben es ja 1 Uhr morgens. Ich würde auch sagen, ich arbeite heute. Ein bisschen aufwerten. Beton machen. Und dann muss ich wieder los, weil mir ist eingefallen, ich will ja den 4x4 Truck machen, ne? Ja. Problem bei der ganzen Sache ist, der braucht, hat Carmen gesagt, geschmiedeten Stahl. Und den können wir nicht. Ja, da brauchen wir diese komische Form. Schmelztiege. Oh, hast du einen Hund? Nö, ich nicht. Deine waren schon. Und? Der in die Dings gelaufen. Der ist voll doof. Der läuft die ganze Zeit durch die Spikes. Ja, ist doch geil. Sind überall welche. Der macht doch Stunk hier unten. Ja, wo ist der denn? Jetzt auf der anderen Seite. Ja, der macht unten schon wieder was kaputt. Wo denn? Ich gebe dir mal Erziehungsmaßnahmen. Wo ist der denn? Hinten? Ja, wieder? Ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht in Ordnung finde. Hast du? Aus. Au. Ah. Mist. So, ich habe ja Durst. Böser Hund. Ganz böser Hund. Er hat sich jetzt in den Stöckchen gelegt zum Schlafen. Aber sind da doll, ist Dolle kaputt? Ey, warum wollen die denn immer da rein? Ja. Bestimmt, weil die von da hinten kommen. Und dann ist das für die wahrscheinlich der kürzeste Weg hier. Ist auch jedes Mal dieselbe Ecke. Ich würde. Ja, ja. Ob wir die auflassen sollten, damit die durchlaufen können? Nee, die machen sonst alles kaputt. Wo? Überall. Ne, die wollen war sich ja letztes Mal hinten auf. Nee, letztes Mal war ja hinten auf. Dann haben die überall alles kaputt gemacht. Egal, nicht da hinten. Sondern die sind dann hier oben drauf und sind hinten durch. Ja, da, wo genau. Der Schuppen stand. Aber die hauen ja immer dieselben Stellen kaputt. Wenn wir die auflassen. Nee. Die sind hier gewesen letztes Mal. Die sind nicht da hinten gewesen. Die waren letztes Mal andere Seite hier. Da, wo die Mauer ist. Wo hat denn der hier überhaupt gegengekloppt? Ich guck gerade, wo der gegengekloppt hat. Der war ja erst hier vorne. Ist hier ein paar Mal in die Spikes gelaufen. Die gehen überall. Ich glaube, die kommen auch irgendwann überall und... Nein, nein. Wir haben irgendwo einen Fehler gemacht. Die suchen sich immer den leichtesten Weg. Wir müssen irgendwas noch optimieren. Vielleicht müssen wir es mit Stein machen. Oder Beton. Ja, oder so. Haben wir doch Beton. Wie in einer Stahlfabrik. Young Man. Cool mit den ganzen Spikes. Young Man. Der ist auch schon wieder kaputt. Ja. Schade, dass man die nicht immer wieder aufhält. Du bist Robocop. Hier drinne? Ach, das Wasser. Ich bin Robo. Oh ja, ich habe das Kabel nicht reingesteckt heute. Ja. Hab ich vergessen. So, ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal so viel Zement wie möglich. Ja. Aber warum immer hier? Das raff ich auch irgendwie nicht. Auch als auf war, haben die trotzdem kaputt gehauen. Vielleicht wegen dem Tisch, der hier ist, weil der den noch symbolisiert, spring auf den Tisch, du kommst auf die Mauer. Und denn hier hoch, das ist ja wie eine Treppe. Mach den doch kaputt. Ich will nur kurz gucken, ob die hier auf die Stangen kommen. Ja. Wenn ich da hochkomme, ich bin ja auch so. Also ich mach nächstes Mal die Munition und so oben. Wir haben doch oben auch noch diese Schmelzöfen, ne? Ja. Da mach ich das nächste Mal, weil dann kann alles zusammen gemacht werden. Jetzt warte ich, bis der hier fertig ist und dann kann das andere loslegen. Mach doch das andere schon oben. Ja, nee, das ist jetzt gleich. Sind nur ein paar Sekunden und dann geht das andere schon los. Ja, du musst ja auch aber gucken, ob du die
ob du die Materialien, ob die im Schmelzofen schon eingeschmolzen sind, die du dafür brauchst. Naja, ich mach das schon. Wunderbar. So, achso, ja, Sand, Zement, Stein, Lehm. Blei habe ich jetzt auch alles genommen, ne? Blei? Ja. Ja. War nicht viel. So. Da wegen Geschossspitzen, weil wir brauchen ja so, brauchen wir ja sowieso. Geschossspitzen? Ja, für die Munition brauchen wir das. Ja. Und Blei kriegt man ja so auch immer. Mal wieder. Wir haben ja so viel Sand. Wir waren da so fleißig unterwegs. Ach. Sagen wir mal, machen wir 3000 erstmal. 3000, dann brauche ich 3000 Lehm. Und Stein. Ja. Und mit den Rotz hier. Kruzifix nochmal. Irgendwann müssen wir hier auch ein Ende finden. So, dann muss ich einmal hier rüber. Nee, darüber. So. Nee. Hä? Betonmischung. Ach, ich brauche Zement, kein Lehm. Haben wir noch Zement? Zement? Ja. So ein Zement haben wir noch. So, und den ja. So. Schön. Was denn? Ich habe kein Holz. Das Mie. Hm. Ich brauche mal ein bisschen Grut. Oh, mein Ohr juckt jetzt, weil es nass ist. Ii. Ist ja widerlich. Mensch, vom Duschen. Boah, da krieg ich ja Brechreiz, wenn ich an den Geruch denke. Hä? Du riechst doch jetzt bestimmt nach Seife. Ja, kann passieren, ne? Boah, widerlich. Ja. Wo ist denn dein schöner, fraulicher Schweißgeruch hin denn? Eklig. Ja, Seife. Widerlich. Mhm. Spür mich dir zu. Du hast ja immer noch keinen. Ach, ich mach das jetzt einfach. Pass auf. Was denn? Nö, sag ich dir jetzt gar nicht mehr. Hä, was habe ich denn vergessen? Du wolltest Schießpulver herstellen. Hab ich doch schon. Mit Kohle und ich habe dir 35 Kohle geliehen. Hä? Wiedersehen macht Freude übrigens. Oh nein. Oh nein, die Schreierin. Ja, ich habe keine Waffe. Bebe, wir müssen nach oben. Ja. Nach oben, Bebe. Ich mach dich nachher fertig. Bebe. Hä? Wo ist sie denn? Wir haben ja gar nichts an Munition. Die kommt. Mhm. One moment. Ich hab sie. Nicht. Das war zu spät, das heißt, Jasmin. Ich hab vergessen, dass sie voll schnell sind. Ja, das war zu spät. Scheiße. So. Wo hab ich denn meine Knipse? Scheiße. Sie kommen. Ja, genau, ey. Meine musst du erstmal laden, so eine Kacke. Ach, kein Scheiße, Thema. Da ist noch sein Zwillingsbruder. Ja. Oh, der steht wieder auf. Jasmin, schnell. Oh, ja, ey, dieses blöde Nachladen, ey. Wie sie da runtergefallen ist. War's das? Ja, das war's. Wunderschön. Das war ja einfach. Ja. Diese Schreierbraut, ey. Kommt ganz schön oft zur Zeit, aber ne? Aber wir haben noch Musik, ne? Ich hab jetzt, keine Musik. Jetzt ist vorbei. Ja, jetzt ist bei mir auch vorbei. Ich hatte nicht mal Musik. Ich hatte Musik.
So, jetzt haben wir aber... Die sollte mir einen spannenden Moment symbolisieren. So, warte mal, ich gebe dir mal Schießpulver, Kohle für dein Schießpulver. Ja, gib mal her, hier. Ja, ja, bitteschön. Okay, jetzt einmal Dings holen hier. Gut, Mima Munition. In der Waffenkiste sind auch noch Geschossspitzen, Patronenhülsen. Ja, ja, ich hab, das habe ich ja alles vorbereitet schon. Ich brauche nur Schießpulver mehr. Ja, also haben wir 33 Schießpulver, ne? Ja, Schmelztiege, Schmelztiege suchen, sonst können wir kein Auto machen. Kann ich einen Punkt schon investieren? Ja. Mechaniker. Geil. Meinst du, ich bin gerade auf das Munition gekommen, ey? Auf das Munition? Naja, auf die Munition bin ich nicht gekommen, ey. Hä? Ich nehme schon mal ein bisschen Zement mit, ne? Wo werten wir denn als erstes auf? Leck mich doch am Arsch hier, ey. Wollen wir das da unten für den Blutmond? Ja, machen wir. Das machen wir. Ich mach mal fürs Maschinengewehr ein paar, ne? Hoppala. Ist ja widerlich. Ja. Ich bin dafür, dass du dich selbst isolierst. Okay. Hä? Ach ja, ich habe ja immer noch ein gebrochenes Bein. Oh, Jasmin. Ich bin eindeutig zu tief gesprungen. Ey, so eine. Jasmin. So, jetzt habe ich, verbrauche ich das Schießpulver mal. Wieso ist denn hier schon wieder? Hier ist ja kaputt. So, damit wir ein bisschen Munition hier an Land kriegen. Ich muss hier erstmal noch ein bisschen aufwerten, also reparieren, bevor ich aufwerten kann. Reparieren. Ja, aber ich habe hier keinen Pflasterstein unten. So, Mensch, hier ist doch das Schiff. Ach, come on. Dann brauche ich das nämlich mal auf. Ich muss das da wieder rausholen. Ey, das ist doch eine... Also heute ist echt nicht mein Tag hier, ey. Egal, was heute gemacht wird, ich... Nee. Wieso? So blöd. Weiß ich nicht. Ich bin irgendwie durcheinander heute. Durcheinander? Hast du es mal mit Konzentration versucht? Nö. Oder mit Konzentrationsübung? Da gibt es so eine richtig geile Yoga-Übung, die soll die Konzentration um 100% steigern. Wenn du willst, zeige ich sie dir. Sie schimpft sich die stinkende Kerze. Stinkende Kerze. Geil. Du kriegst die Tür nicht zu, jetzt habe ich kein Zement, also Beton mehr. Okay, Beton haben wir doch genug, oder nicht? Nee, aber ich stell gerade welchen her. Aber nicht so viel, leider. Gibt es denn Beton? Ja. Ah, wir haben Kohle, bräuchten wir auch mal ein bisschen mehr, ey. Wir brauchen so viele Ressourcen mehr. Wir brauchen mehr Sand, mehr Stein. Aber ist ohne Erdbohrer halt blöd zu farmen, ne? Mhm. Aber für einen Erdbohrer brauchen wir einen Bauplan. Für einen Bauplan müssen wir looten gehen. Genau wie für einen Schmelztiegel. Ja. Ist so ein Teufelskreislauf. Du musst halt überleben, um zu überleben. Mhm. Messing brauchen wir auch. Na gut, das geht, aber Schießpulver, ey, Bro. Ja, der Betonmischer hat noch eine Weile zu tun. Ein bisschen Beton. Was können wir betonieren? Beton. Ja, Kunstgemälde zum Beispiel. So, damit haben wir die Bodenfläche schon fast fertig, Meister. Meister. Jasmin? Hm.
Oh, jetzt sind hier die Stachelfallen im Weg. Wieso? Geil. Nee, meine. Alles gut. Achso. Ja. Reg dich nicht auf. Hm? Hab ich mal was gesagt? So. Ich könnte ja Holz schon zu Stein machen sonst, ne? Wenn... So, das hätten wir. Jetzt kommt nur noch das hier. Könnte. Aber billig. Also ich habe jetzt das ganze Wasser abgekocht und mache jetzt gerade noch mal Kaffee. Wollen wir das hier wirklich alles zu Stein machen? Die ganze Mauer? Hält gut, oder nicht? Hm? Hält doch dann gut, oder nicht? Ja, aber das löst ja die Ursache nicht. Die schlagen ja trotzdem gegen. Warum? Achso, den Tisch, ja. Das müssen wir ausprobieren. Den habe ich ja jetzt abgebaut. Hm. Wäre halt eine Möglichkeit. Das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes, wenn ich hier ständig zum Beton hinlaufe. Was kann ich noch Geiles tun? Was fehlt uns denn noch? Aha. Ja, gut. Haben wir erstmal getrunken, haben wir auf Fest genug, ey. Kacke, du hast jetzt die ganze Kohle für Schisspulver verbraucht, ne? Ja. Warum? Brauchst du das jetzt, oder was? Ja, ich wollte aus Kohle, wollte ich, Räder schon mal herstellen fürs Auto. Ah. Weil logischerweise, wir haben eins, fehlen ja drei, ne? Hätte ich mal wissen sollen. Kann man denn aus der Juckerfrucht machen? Warte mal, Rezepte. Den Juckersaft, ne? Soll ich mal machen, 4 Stück? Ja, wenn wir können, warum nicht? Ja, 4 haben wir über. Also 4 haben wir. Ja, ich kümmere mich denn so derweil um die Ernte. Oh, ich hab Hunger. So, jetzt brauche ich leere Wasser. Genau. Gerade den leeren Wasserkrug. Toll. Jetzt habe ich bestimmt. Jo, nur einen leeren Wasserkrug. Nur einen? Ich hab ich habe alle voll gemacht jetzt. Oh nein, wieso denn das? Wie? Oh. Du hast doch gesagt, wir müssen das Wasser mal wieder. Ja, aber. Auffüllen. Alle? Hä? Ja, wie? Ja, wie? Jasmin, bitte. Ja? Sehe ich nicht. Ergibt doch keinen Sinn. Ich wollte dich nur ein bisschen verwöhnen. Okay. Oh. 2 kann ich jetzt machen. Ich mache auch 2. Dann sind wir schon bei 5. Wir haben gleich richtig viel zu trinken. Ich habe die über 60 Wasser abgekocht und alle verarbeitet. In Kaffee und Wasser und jetzt Zucker. Ich habe keinen Samen, Jasmin. Wie? Brauch mal 6 Lehm. Oh. Ist ja noch ein weiter unten. Bei Gelegenheit vielleicht mal die. Wir haben einen Smoothie, ne? Umsortieren. Ja. Hast du den gemacht? Nee, den habe ich glaube ich gefunden. Hm. So, jetzt brauchen wir nochmal 3 Samen. Sporen natürlich. Sporen. Gib ihm die Sporen. So. Bin ich eigentlich so immer an die Kiste? Ich verstehe nicht. So, das haben wir. Es kann wird nur hell. Noch hier drauf warten. Ist schon. 4. Kaffee läuft noch. D
Da. Ich hab Zutaten, Jasmin. Für delikate Speisen. Ja? Ja. Und ich habe festgestellt, ich werde jetzt noch meinen letzten Beton, den ich hier habe, verarbeiten. Und dann denke ich mal, werde ich mal auf Reisen gehen. Ich wollte auch gleich los, aber ich habe mein Fahrrad vergessen. Oh, wo willst du hin? Das Brandgebiet, einmal ein bisschen Kohle gucken. Das wäre eine gute Idee. Wollen wir zusammen? Hä, wieso kann ich denn das Fahrrad nicht nehmen? Oh ja, genau, ich krieg das Blaue. Ist das auch meins? Ja, das Blaue ist dein. So. wie packe ich das ein? Hand, ne? Ja. Ich bin gerade oben. Wollen wir zusammen ins Brandgebiet vielleicht fahren? Oder nicht? Ja, können wir. Wenn du das schon vorschlägst, warum nicht, ne? Ich finde, da hast du eine gute Idee gehabt gerade. Ich muss hier nur noch kurz meinen Rest Beton verarbeiten. Ja, weil Kohle ist ja jetzt echt was, was wir zurzeit dolle brauchen. Ja. Nee, da hast du eine gute Idee gehabt. Das sollten wir zusammen machen. Ich bin hier mit dem Fahrrad, bin ich zu blöd. Du musst einmal linke Maustaste drücken wegen Lenken. Nee. Achso, wegen Platzieren. Ding draufsetzen. Nee, wie setze ich mich denn da drauf? Indem du es erstmal platzierst mit Rechtsklick irgendwo hin. Hä? Hast du es auf den Boden geschmissen? Nein. So, jetzt. Oh Gott. Ich bin echt so blöd dafür, wirklich. Ja, ich hol kurz mein Fahrrad. Ach so. Wir machen eine Radtour. Oh, spontane echt, Sachen sind so geil. Warum war das ja denn, ne? Ja. Ja. Bringen wir das einmal dahin. Hast du mein Fahrrad kaputt gemacht? Nein. Und wieso sind 97% und nicht 100? Weil du damit schon gefahren bist. Da war trotzdem noch 100. Nein. Mhm. Das nutzt sich ja ab mit der Zeit. Mhm. Ach so, wir wollten das mit dem... So viel bin ich damit nicht gefahren. Mehr etwa? Hey, so, wo bist du denn? Ich bin on the way. Ich musste erstmal meinen ganzen Krempel hier entleeren. Warte, ich habe noch eine Idee. Ach, diesmal habe ich dran gedacht. An Dietriche? Fernzünder. Also. 3 Stück an der Zahl. Ich habe gerade mit die Kuh geglänzt, indem ich eine 4 in die Kamera gezeigt habe. Mhm. Hä? Habe ich die nicht gerade gehört? Mich? Ah, da. Ja, komm. Ja, ich bin auf dem Weg. Eine Radtour, ist das nicht herrlich? Hast du Essen und Trinken mit? Ja, du auch. Ja, sicher. Bin ich schneller als du? Hast du Trink... Hallo? Hä, wieso hast du eine Trinkflasche vorne am Fahrrad? Keine Ahnung. Irgendwie leckst du ein bisschen. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt, ja doch, jetzt wieder. Du auch. Du zuckst voll beim Fahren. Du zuckst beim Fahren. Für dich ist das anstrengend. Nee. Kohle, ja, Kohle, also Bäume fällen, ja? Hm, ja, Kohle brauchen wir ja die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, gibt es noch mehr Möglichkeiten? Kohlemine? Ja, zum Beispiel in Häusern, wo Kamine und so sind. Oder wo die Häuser aussehen, als hätten die gebrannt. Da kannst du auch ein bisschen Kohle abbauen. Habe ich nämlich bei dem einen Haus hier gemacht. Ja, ich glaube, es gibt auch Kohleminen. Jetzt wird es auch noch neblig. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir lang müssen. Ja. Wir haben ja auch schon mal eine Kohlemine gefunden. Ab. Hä? Wir haben ja auch schon mal eine Kohlemine gefunden. Wir könnten auf der Map nachgucken, aber dann müssen wir da beide mit Spitzhacke, dann erleben wir gar nichts. Wo bist du denn jetzt?
Bord hier. Ey, das hat voll gehakt gerade. Ja, ich warte. Ich fahre rechts ran. Ja, du kannst weiterfahren. Das sah ihm so aus, als wenn du auf einem Fleck stehst und dann auf einmal wupp, Wasser an mir vorbei. Da kannst du mal sehen, wie schnell ich bin. Prägt dir mein Gesicht gut ein, weil du ab gleich nur noch meine Hinterseite sehen wirst. Das ist so blöd mit dem Internet zurzeit. Das ist so nervig, ey. Aber auf allen Geräten, ne? Ja, du bezahlst Haufen Geld dafür und irgendwie funktioniert zurzeit... Da läuft ein Hase. Ja. Läuft irgendwie nix. Gefühlt. Nee, das stimmt. Also im Moment ist ein bisschen... Im Magenta geht auch gerade nicht mehr. Jetzt lasse ich das Scheiß drauf. Keine Ahnung, ey. Aber ist auch, wenn du unterwegs bist, finde ich. Ja. Ja, auch das Handy, das spinnt voll rum. Ne, ich finde halt, du hast sehr starke Datenschwankungen. Also auch wenn du jetzt mit mobilen Daten online bist oder sowas. Ja, ja. Ja, bin ich ja eigentlich nur, weil ich ja dieses Dings hab. Weil ich deinen Vertrag heimlich geändert hab. Ja. So, und aber das ist schlimm zurzeit. Ja. Oh, kann es jetzt mal nicht mehr neblig sein? Ich mag das nicht, wenn es neblig ist. Weniger Geld bezahlen für mehr oder unbegrenztes Highspeed-Internet. Naja, eigentlich müsstest du da anrufen und sagen, hier, ich habe arge Probleme, ich kann nicht richtig ins Internet. Was machen wir da? Weil ich bezahle ja eigentlich für meine Dienste, die ich da geordert habe, für mein Internet, dass das einwandfrei läuft. Jein, da gab es mal eine Regelung vom Verbraucherschutz, aber dieser... Hier ist doch schon das Gebiet. Genau. Wollen wir hier vorne gleich absteigen schon mal? Ja, würde ich sagen. Warte mal auf mich. Die sah dann... Wie steige ich nochmal ab? Ah, und so nehme ich das Fahrrad und aha. Hä? Achso. Oh nee, ich finde das hier so gruselig. Die Regelung sah aber so aus, dass du... Wenn du jetzt eine 75.000er Leitung hast zum Beispiel und bei dir kommt eine gewisse Datenmenge weniger an, denn ich bin hier bei dir. Ja, habe ich schon gesehen eben. Bei dir kommt eine gewisse Datenmenge weniger an, dann kannst du drauf bestehen, dass du halt mehr kriegst. Aber ja, wie genau, das ist schon ein paar Jahre her, als das kam. Trotzdem ärgerlich, ne? Weil es ist ja jetzt auch nicht wenig, was man da bezahlt. Ja, ich sag mal, grundsätzlich die Datenmenge kommt ja an. Du hast halt nur zur Zeit oder immer mal wieder Schwankungen drin. Ja, die ganze Zeit gefühlt, ne? Warum regnet das jetzt? Jetzt ist mir kalt und gleich erfriere ich, oder was? Mann! Ich habe keine Ausdauer, aber nur weil ich zu 30% infiziert bin. Ich 40. Wenn ich unterwegs... Du bist auch infiziert? Ja, immer noch. Oh, ich dachte bei dir, du... Naja, egal. Ich dachte, du bist schon wieder heile. Nee. Ja, wenn wir hier sterben, hier draußen, dann fahre ich mit dem Motorrad los, hol die Sachen. Ich meine, im Optimalfall finden wir unterwegs noch was zum Bluten und Antibiotika, aber... Wenn. Bräuchte mal ganz schön viel Antibiotika, ey. Aber Kohle kriegt man hier gut, ne? War eine gute Idee, kommt schon hier Besuch. Ja. Ich finde das so witzig, wenn du mit der riesen Stahlaxt da in den Baum schlägst und der fällt einfach nicht um. Also hackst halt ein paar Mal rein. Und dann gehst du mit dieser kleinen Steinaxt dabei und der fällt direkt um. Weil er nur noch 4 AP hat. Ha. Irgendwie sieht das episch aus. So. Ich stehe im Wald und fäll ein Baum. Ich stehe im Wald und fäll ein Baum. Ich stehe im Wald und fäll ein Wald und fäll ein Wald und fäll ein Baum. Hast du schon eingesammelt, wa? Baumfell, Vorsicht! Oh, ich bin hungrig. Das ging jetzt aber schnell. Ah, ich auch schon wieder. Ja, das ist ja. Ja, wenn das hat er gesagt, wenn man infiziert ist. Genau. Hier kann man bestimmt auch gut was einsammeln, ne? Hier sind wir eigentlich kaum, ne? Wenn du das glühende Holz auf dem Boden zerschlägst, kriegst du auch Kohle. Ja, ich weiß, habe ich doch die ganze Zeit gemacht. Oh.
fälle hier jetzt einen Baum. Ja, ich fälle hier jetzt einen Baum. Ja, ich fälle, hier jetzt fälle, hier jetzt kein Baum. Weil meine Ausdauer weg ist. Was ist hier in den Sachen drin? Ich gönne mir mal einen Kaffee. Oh. Antibiotika. Hast du? Nee. Nee, auch nicht. Aber hier sind überall Kisten. Oh, Müll. Geschossspitze. Geschossspitze. Ist gut. Aber wir arbeiten uns einfach vor. Irgendwann kommt ein Haus mit Blut. Ja, hier ist noch ein Häuschen. Halbes Viertel. Wie auch immer. Steine habe ich nochmal. Diese Ausdauer, diese Ausdauer. Nur weil ich schwer krank bin, kann ich nicht schwer arbeiten. Jasmin, du musst alleine Bäume fällen. Ich bin auf Gelmscheid zu Hause. Nein. Das macht keinen Sinn für mich. Also das ist für mich eine sehr gruselige Map hier. Map? Ja. Ein sehr gruseliges Biom. Hä? Der hat mir doch hier irgendwas angezeigt. Hier, schon wieder. Hä? Hä, was? Ach, Kleinstein. Er will echt, das war nicht sein Ernst jetzt. Wo bist denn du überhaupt? Ich folge der Straße. Achso, ich war gerade in dem Haus, aber auch nochmal. Achso, ja, warte ich mal auf mich. Ich folge der Straße und durchsuche die Vogelnester. Ah, in dem Haus war ich schon mal, Jasmin. Ja? Ja. Aber wir können ja gucken, vielleicht haben wir da ja Glück mit Antibiotika. Ich muss erstmal was essen. Kann ja sein, dass irgendein Traveler, ja, hier ist einer lang gewandert und hat da sein Zeug verloren, die Antibiotika im Schrank. Kann ja sein. Ja, vielleicht hat sich ja zwischendurch jemand da niedergelassen, als ich nicht da war. Und wurde denn von den Zombies vertrieben? Hätte ich mal das Kabel reingesteckt, ey. Hab bis jetzt zwar noch keine weiteren Überlebenden gesehen, aber kann ja sein. Irgendwo muss ja der ganze neue Müll herkommen, ne? Lehm. Und, ist da was? Ja. Irgendwer hat sich hier eingenistet gehabt, so wie es aussieht. Aha. Aber viele Zombies sind jetzt hier nicht. Noch nicht. Hier ist Zombie-Hochburg teilweise. Ja? Ja, gefühlt sind die hier in der Ecke immer konzentriert an bestimmten Stellen. Okay. Ich würde gerne den Bagger abbauen, ob ich da einen Motor kriege. Hm. Hört das jetzt auf zu regnen? Bist du noch in dem Haus? Oh, sind da oben Kohlesteine? Jo. Geil. Aber ich habe hier irgendwo von jemandem gehört. Ja, bei mir. Ah, okay. Hier sind zwei Kohlesteine. Das ist Bob, der alte Stalker. Nein, Bob, ich will kein Kind mit dir. Au, ah, er hat mich geschlagen. Das passt ihm gar nicht. Jetzt hat er vor Frust den Kopf verloren, Jasmin. Hm, toll. Nur weil ich mit Bob kein Kind möchte. Hier gibt's richtig viel Kohle gerade. Ah, du hast eine Kohlemine, ne? Ja, hier sind zwei Steine und darunter geht's ja dann weiter. Mach erstmal die Steine. Ja. Ich sammel Bagger. Für meine Baggersammlung. Cool. Knacken hier so. Was ist das gerade für ein Geräusch? Denn ey. Das habe ich noch nie gehört.
Merkwürdig. Ich habe nichts. Also ich kann nichts sehen von hier. Aber es lohnt sich nicht, diesen Bagger abzubauen. Du kriegst halt zu wenig raus, ne? Kommt man denn da rein überhaupt in den Bagger? Wenn hier so ein Rohr ist? Andere Seite die Tür, oder? Ist ein Baby? Ne. Wenn das jetzt ein kleines... Wo ist Baby? Hast du das nicht gehört eben? Nee, was denn? Das hat hier ein ganz komisches Geräusch gemacht. Ey, ohne Scheiß. Erzähl keinen Scheiß. Nein, ich erzähl keinen Scheiß. Das war gerade ein ganz komisches Geräusch. Entweder ein Wildschwein oder ein Kind, was geschrien hat. Okay. Ohne Witz. Das hat hier auch eben richtig komisch geknackt schon. Kannst du mal hier mit herkommen? Ja. Ich suche nur Antibiotika. Ey, ohne Witz. Irgendwas Komisches war das. Merkwürdige Dinge gehen hier vor. Zeigefinger die ganze Zeit zur Decke. Merkwürdige Dinge gehen hier vor. Nee, ohne Witz. Jetzt kein Scheiß. Hey, ich glaub dir. Das hat geschrien. Oh, cool. Komisch. Ja, ein Heizkörper. Was war das denn, ey? Alter, komme ich gerade echt nicht drauf klar. Mich wundert das, ich habe bis auf Bob hier noch gar keinen Zombie gehabt. Ey. Ich muss mal mein Headset lauter machen. Wer weiß, was du gehört hast. Das... Ey. Ich bin doch nicht doof. Vielleicht wurde draußen auch ein Hund angefahren oder so. Nein, das war nicht draußen. Das war hier drinne. Also in dem Spiel. Bei mir ist auf jeden Fall vor der Tür ein Zombie. Ja, da kommt er. Ich sehe ihn deutlich vor mir. Da hinten ist auch ein Zombie. Da liegt er. Das ist ja merkwürdig. Was war das denn, ey? Ist das hinter dir ein Baby? Ich hau dir gleich was. Das hat wirklich ganz komisch geschrien eben. Eine Frage. Hast du dich gerade umgedreht? Ja. Aber das hat wirklich ganz merkwürdig geschrien. Ja, kann ja sein. Das haben Kinder so an sich. Wenn hier gleich ein Kind angewatscht kommt, bin ich weg. Dann geh ich raus aus diesem Spiel. Das ist nix. Hey, wieso? Nix für mich, ey. Hey, du kannst die Kinder in dem Spiel essen. Hey, hier werden keine Kinder sein, aber das hat sich so angehört, ey. Hey, wen hast du denn gekillt? Zombie? Ey, wie gesagt, diese Welt ist einfach für mich... zu gruselig. Komisch, dass wenn ich Reifen abbaue, ich keine Reifen kriege, sondern Plastik. Obwohl es ja Reifen gibt. Vor allen Dingen, eigentlich müsstest du ja Gummi kriegen. Was soll ich denn mit Gummi? Wegen Reifen. Ganz komische Atmosphäre hier in diesem Spiel, finde ich immer. Hier dieser, wo ich bin, der Schrottplatz, der ist unterkellert. Schön. Und ich würde einmal in den Keller gehen, weil ich habe ja die Sprengsätze mit und ich bin der Meinung, hier ist noch ein Safe, den ich nicht geöffnet habe. Irgendwer möchte gerade zu mir kommen, Jasmin. Bist du das? Nee. Klopfst du wie so eine Bekloppte gegen die Wand und schreist die ganze Zeit? Ich finde das hier so gruselig, ohne Witz, ey. Ich weiß nicht. Ich finde es hier voll schlimm. Das hat so eine richtig komische... Oh. Verdammt.
Verdammt. Ich schleich mich ran. Geil. Ja, ich habe noch mal ein bisschen Zement mitgenommen. Na? Ich war mal so frei. Hier mal kurz die Tür zu. Wieso ist denn jetzt mein Spiel so leise? Achso, weil ich in der Hocke bin. Tür verschlossen. Nee. Ups. Brenn ich? Mei, oh mei, hast du mich aber erschrocken, Herbert. Ha. Ich bin 3 überladen. Ich muss jetzt erstmal schauen, was ich hier. Herbert ist auch überladen. Herbert! Herbert! Knochen. Verdammt! Au! Ich könnte was trinken, sowieso. Was essen auch sowieso. So. Au! Das schlägt keine Männer. Shareway Food, geil. Mit 5 überladen. Alter. Mir ist heiß. Ja, das liegt an mir wahrscheinlich. Weil ich jetzt hier lang klatsche oder warum ist das läufst jetzt du so durch Kohle, weil du könntest denn auch brennen. Ey, ohne Witz. Was schreit hier rum? Das ist bestimmt so ein Kriecher. Ich weiß nicht, aber ich muss hier mal kurz weg, weil mir ist das zu warm. Ich geh wieder auf den Weg. Lieber. So. Brenn ich? Boah, was ein sauberes Ding doch. Schönes Ding, schönes Ding. Jetzt wird's langsam besser bei mir. Er ist hingefallen. Ich reiche dir die Hand. Er macht ein Nickerchen. Nee. Er ist einfach zu müde. Ohne Witz, ich krieg hier gleich... Paranoia? Ich muss hier gleich raus. Weg. Irgendwas schreit hier. Mensch, das ist so ein Kriecher. Jetzt hör auf rumzuheulen, du alte Mimose. Nee, das ist gruselig. Ja, hat so ein Zombie-Apokalypse an sich. Ich krieg die ganze Zeit Gänsehaut. Ja, Zombie-Apokalypse ist nicht unbedingt ein Zuckerschlecken, ne? Was willst du im echten Leben machen? Auch sagen, ich gehe. Ja. Ich renne einfach, ey. Zombies, ich gehe. Da habe ich keinen Bock drauf. Einmal kurz ruhig. Ohne Scheiß. Ja. Alter. Gib wohl nur einmal geilen Loot. Uäh. Das sieht aus wie eine Gasmaske. Weil wegen diesem Kack-Gammelfleisch habe ich jetzt hier. Ich würde das gerne verändern, aber dann muss ich ja wieder ein paar Sachen zerlegen. So. Mir ist schon wieder warm. Hä, bist du jetzt langsam blöd? Ich habe doch schon was getrunken gerade. Oh, ich habe sogar noch Platz. Mathematischer Fehler. Ah, verdammt, ich wollte das nicht zerlegen. Ich bin so doof, Jasmin. Ich bin so doof. Ich muss. Ich kann nicht mehr. So. Oh, ich sehe ja krass aus. Ah. So, mein Freund, und du bist also verschlossen. Ja, pass mal auf, da habe ich jetzt aber den Tipp des Tipps hier. Was denn? Ja, ich habe doch jetzt einen Fernzünder. Wie geht das?
Oh Gottes Willen, wie weit reicht der? Immer noch verschlossen. Unberührt. Oh geil, zwei haben gereicht. Ey, ich verstehe nicht, warum mir jetzt auf einmal die ganze Zeit warm ist. Ich glaube, ich brenne. Ich weiß nicht, ob das ein fairer Tausch war. Zwei Zeitzünder gegen den Schrott. Aber geil, das funktioniert richtig gut, Jasmin. Ja? Ja. Kannst du einfach wegspringen, den Kram. Das wäre noch so ein Medizinschrank gut. Und Karre. Eisen. Höschen. Oh, ran ans Werk. Ah, oh, weißt du, was ein bisschen doof ist? Ich glaube, ich habe gar kein Reparaturkit mit. Nee, habe ich nicht. Level up, level up. Für eine Mod? Ah, vergrößert Tankgröße für Kettensäge und Förderstecken um 100%. Oh. Ist das gut? Größer ist immer besser. Oder Jasmin? Hm. Mich hat dieses Geräusch fertig gemacht, emotional gerade. Okay. Mehrfach gehört eben. Es war wie ein Kinder-Baby-Geschrei, ohne Witz. Hast du es mal mit Wein versucht? Ach ja, Flaschen stehen unten. Ja, das meinte ich nicht. Ich weiß. Ich gönn mir mal noch einen Kaffee. Das ist ein Baby. Das ich schwör's dir. Nein. Doch, das ist ein Baby. Ey, hundertprozentig quakt da ein Baby. Mhm. Du bist ein Baby. Ich höre hier nur so eine Alte rumkraxen. Ich höre hier aber die ganze Zeit irgendwie wie ein Baby. Ich bin doof. Ja. Das sah ja cool aus. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. So, wo haben wir dich denn? 100 Meter in diese Richtung. Du bist schon so weit gelaufen. Immer an dem Haus vorbei. Ja. Das werde ich. Ich brauche einen Unterschlupf erstmal, bis ich verbrenne hier, sonst glaube ich gleich. Da werde ich auch vorbeigehen, aber erst in der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Genau, und dann werden wir mal schauen, ob da wirklich ein Baby ist. Glaube ich ja nicht. Schon wieder! Alter, nee. Hey. Ja, die Leute denken bestimmt, ich bin blöd. Naja, sind sie nicht allein. Ne? Wenn man das jetzt so nehmen würde, dann... Okay, wir gehen dem Ganzen auf den Grund in der nächsten Folge und dann werden wir sehen, was dieses mysteriöse Baby sein könnte. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.